Die Easy Credit Basketball Bundesliga wird präsentiert von Easy Credit. Ein erstes Hallo, liebe Zuschauer aus dem Mannschaftshotel hier beim Finalturnier der Easy Credit BBL 2020. Hier gibt es täglich unser Update rund um die Mannschaften, die hier natürlich im Hotel absteigen mussten, sozusagen in Quarantäne sind. Man kann hier in diesen Tagen bis zum Finale am 28. Juni vielleicht auch von der größten Basketball-WG der Welt sprechen. Und wir versorgen Sie täglich hier aus dem Mannschaftshotel mit allem, was Sie wissen müssen, mit News, mit Interviews, mit bunten Geschichten rund um die Spieler und um die Vereine. Und es wird ernst, es wird lustig und es wird sicherlich hoffentlich dann auch jede Menge Sport geben. Und das natürlich, wie Sie das bei uns gewohnt sind, im TV, auf allen Plattformen und natürlich auch auf Social Media. Und für Tag 1 sind das heute unsere Themen. Die Ankunft der Mannschaften und damit auch noch verbunden die letzten Testergebnisse. Das Update rund um das Hygienekonzept. Und darüber haben wir mit dem Chef dieses Hygienekonzepts, mit Dr. Florian Keinzinger, gesprochen. Und es gibt Aussagen vom Geschäftsführer der Hakro Merlins Crailsheim, von Martin Romig. Hey, ich freue mich schon, das ganze Hotel für mich allein zu haben. Super. Ja, mittlerweile sind 7 von 10 Teams angekommen beim Finalturnier 2020 und nach der Ankunft im Hotel galt es, sich sofort erstmal die Zimmerkarte abzuholen, aber dann nicht aufs Zimmer. Der nächste Weg ging sofort Richtung Testraum für den nächsten Abstrich und den gibt's hier. Relativ einfacher Raum für eine ganz schnelle Testung. Und die wurde hier genommen. Ein erneuter Abstrich ist ja ganz wichtig im Hygienekonzept, dass die Spieler auch fortlaufend während des Turniers immer wieder getestet werden. Und gestern hat es allerdings relativ lange gedauert, bis die Ergebnisse feststanden. Uns hat das übrigens auch betroffen. Normalerweise muss man aufs Zimmer da 6 Stunden in Quarantäne mindestens ausharren. Aber gestern ging das dann doch über die Nacht. Und das hatte folgenden Grund, den uns der Chef des Hygienekonzepts, Dr. Florian Keinzinger, erzählt. Alle wurden getestet, müssen auf ihre Tests Ergebnisse warten und wir erleben auch jetzt das, was durchaus sein kann, dass nämlich heute in dem Labor, was uns betreut, was einen super Job macht, aber mehr als 2.500 Proben aus dem Gesundheitswesen auf dem Tisch liegen und so wie wir es vereinbart haben, die Basketballer hinten anstehen, der Sport kommt als letztes dran. Das bedeutet für den einen oder anderen, dass er deutlich länger warten muss, bis er hier freigetestet ist und sich dann auch in die Quarantänegruppe rein begeben kann. Ja, manchmal gilt eben, gut Ding will Weile haben. Und mittlerweile ist auch klar, alle Testergebnisse negativ, betrifft natürlich auch uns von der Magenta Sport Crew. Auch wir mussten ein bisschen länger warten. Und das ist jetzt natürlich auch der Grund, warum wir und ich jetzt in dem Fall auch ohne Maske hier rumlaufen dürfen. Denn wir sind ja jetzt sozusagen hier in diesem Hotel eine Community und dementsprechend sind wir ja die größte Basketball-WG der Welt. Und eine Neuerung gibt es noch rund um das Hygienekonzept. Es gibt jetzt Tracker. Die wurden noch ganz kurzfristig eingeführt und wieso, weshalb, warum auch ich dieses Gerät hier an meinem Arm tragen muss, immer wenn ich mich im Hotel aufhalte, das sagt uns auch nochmal der Chef des Konzeptes. Wir haben da sehr kurzfristig noch ein paar Ergänzungen am Konzept vornehmen müssen oder es wurde uns nahegelegt, noch das eine oder andere vielleicht nachzuschärfen. Wir haben 2 Tage vor Turnierbeginn ein Gespräch mit dem Gesundheitsamt in München geführt, was lange geplant war, um nochmal die Basis auszutauschen für die nächsten 3 Wochen, wie in bestimmten Fällen vorgegangen wird. Und da ging es insbesondere um die Frage, was passiert denn in dem sehr unwahrscheinlichen Fall, wenn es doch vielleicht einen positiven
Spieler oder Betreuer geben könnte in unserer Gruppe von 250 Personen. Wir empfehlen das jedem, es ist eine freiwillige Nutzung, dass wir von einer Münchner Firma hier ein System für alle etabliert haben, das jeder am Handgelenk tragen kann mit einem kleinen Chip. Der Chip ist pseudonymisiert, das heißt, da steht kein Name drauf. Nur die Ärzte, die hier im Hotel sind, können die Chips zu den Personen zuordnen. Und die Chips zeichnen die ganze Zeit alle Kontakte auf. Also mit wem habe ich mich noch getroffen in der Nähe von 2 Metern. Und nur diese Kontaktpunkte werden aufgezeichnet, so ähnlich wie die Tracing-App, die die Bundesregierung ja auch plant. Das ist letztendlich genau das Gleiche, was hier gemacht wird. Und die Chips werden regelmäßig, wenn sie aufgeladen werden, dann ausgelesen, die Daten gespeichert. Und im Falle, dass wir einen positiv getesteten Spieler oder Betreuer hätten, könnten wir anhand seines Kontaktchips danach feststellen, in den letzten 48 Stunden davor, mit welchen anderen Personen gab es Kontakt, und zwar auch über eine bestimmte Dauer, also länger als 15 Minuten zum Beispiel. Und durch das System würden wir den Kreis der Personen, die potenziell in eine Quarantäne gehen müssten, deutlich reduzieren, und viele andere könnten wir wahrscheinlich davor schützen. Das ist eine absolute Worst-Case-Maßnahme. Wir haben ein Konzept, wo das Gesundheitsamt in München uns auch nochmal versichert hat, dass es weit über andere Konzepte hinausgeht, dadurch, dass wir die Gruppe ja fast komplett isoliert von der Außenwelt halten können an verschiedenen Orten in München. Aber es gibt immer die minimale Restwahrscheinlichkeit, dass doch ein Eintrag von Virus passieren könnte. Und um dann zu vermeiden, dass alle 250 in Quarantäne müssten und das Turnier abgebrochen wird dadurch, haben wir die Technologie jetzt noch als Worst-Case-Backup eingebaut und denken, dass wir uns damit noch mal ein Stück mehr schützen können. Im Quarantäne-Hauptquartier mit dem Geschäftsführer der Hakro Merlins Crailsheim, mit Martin Romig. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Und natürlich sofort die Frage, Martin, eine gewisse Nervosität, wenn es dann irgendwann nach vielen Planungen ja dann auch mal so langsam losgeht? Auf jeden Fall. Also ich kann es eigentlich kaum erwarten, dass wir endlich wieder spielen. Also der Weg dorthin war ja sehr beschwerlich, doch sehr mühevoll, eher bürokratisch betrachtet. Also aus meiner Sicht, ich weiß, dass die Mannschaft ziemlich viel zu kämpfen hatte mit allen Regularien und Einschränkungen. Und deswegen ist es einfach gut, wenn es zum Sprungball kommt und endlich wieder um Punkte geht. Und ihr hattet ja einen überragenden Lauf, als die Saison noch im vollen Gange war. Letztes Spiel noch, ich glaube 8. März war es, dieser heroische Sieg gegen Alba Berlin zu Hause. Ihr hattet 9 von den letzten 10, glaube ich, gewonnen und wurde natürlich dann durch diese Corona-Geschichte unglaublich ausgebremst. Was ist das Gefühl von Ihnen selber? Wo steht die Mannschaft nach so einer Pause, wo man eigentlich einen richtigen Flow hatte, auf dem Weg vielleicht in eine entscheidende Phase der Saison? Ja gut, es hat uns alle ein bisschen mitgenommen, die Situation, die Phase, der Lockdown. Es hat uns auch ein bisschen durcheinander gewirbelt. Es gab ja ein paar Abgänge, auch ein paar neue Zugänge. Und letztendlich, ich kann es noch nicht sagen, ich bin jetzt kein Hellseher, wie es jetzt sich auf die Mannschaft auswirkt. Aber letztendlich, die ganzen Diskussionen im Hintergrund, die sind jetzt zu Ende. Jetzt wird gespielt und das ist das Wichtigste, also für den Basketball überhaupt, jetzt in Deutschland. Dass mir da positive Signale sind. Und ihr öffnet das Ganze ja auch gegen die BG Göttingen. Auf der anderen Seite erst nochmal, weil Sie den Kader auch gerade schon angesprochen haben, so aktuell ein bisschen, Javonte Hawkins leicht angeschlagen, passt das? Wir haben so viele Überraschungen erlebt. Ich werde jetzt nicht sagen, es passt alles. Und ich denke, wir werden mit der höchstmöglichen Intensität reingehen, die auch machbar ist. Wir hatten eine relativ kurze Vorbereitungsphase. Und von daher, lass uns über andere Themen sprechen, lass uns in die Zukunft gucken. Naja gut, ich muss natürlich schon den Kader noch ein bisschen ansprechen, das lasse ich mir jetzt hier nicht nehmen. Jeremy Morgan ist noch verletzt, auf der anderen Seite, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Abgänge, Jones, Spahn und natürlich auch Quincy Ford, dann neu hinzugekommen mit Ugun Siepe und mit Bramley. Da muss ich trotzdem jetzt nochmal den erfahrenen Mann der Crailsheimer fragen, was steckt drin? Also jetzt auch von den Veränderungen natürlich. Also ich denke, für uns ist es jetzt einfach wichtig zu spielen, was steckt drin. Ehrlich gesagt, ich kann es so wirklich nicht sagen. Also es kann alles passieren von 0 bis 100. Wir hatten kein Testspiel vor diesem Finalturnier. Also von daher komplett andere Situation, auch für uns Verantwortliche im Hintergrund. Ich weiß, dass da alle Hochleistungen oder Höchstleistungen abgegeben haben, dass wir zu diesem, zu diesem Moment überhaupt gekommen sind. Sei es BBL, sei es wir, sei es die Mannschaft, sei es das Individuum. Und von daher, also das ist schon so eine Überraschung, sei.
auf das wir uns hier einlassen. Ja, nach all dieser harten Arbeit, wochenlang hier dieses Turnier vorzubereiten, von Seiten natürlich auch der Easy Credit BBL, heißt es dann endlich für alle Fans vor allem, ja, es gibt ihn wieder, den Tip-Off, den Sprungball nach 3 Monaten Pause. Und wir starten heute, liebe Basketballfans, mit 2 Partien. Zunächst gibt es das Eröffnungsspiel der BG Göttingen gegen die Hackro Merlins Crailsheim. 2 Mannschaften, die ja in der regulären Saison richtig on fire waren, vor allem natürlich die Überraschungsmannschaft aus Crailsheim. Und dann später, ach so, ja, das natürlich um 16.15 Uhr live bei uns, nicht zu vergessen, wichtige Zeit. Und ab 20.15 Uhr dann die Partie mit dem Titelverteidiger, mit dem FC Bayern Basketball gegen Ratiopharm Ulm. Das alles natürlich wie gewohnt live und in Farbe hier bei uns beim Magenta Sport.